Moin, hallo und herzlich willkommen hier bei Life Inc. Heute mit einem frischen Update zum Thema Textildruck. Life Inc. Der mit den guten Stuff. Ja, Freunde des Textildrucks, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe heute wieder ein sattes Update für euch im Gepäck, was das Thema Textildruck betrifft, und das wollte ich heute mal vorstellen und besprechen. Ich habe das Thema schon mal auf meinem Kanal angesprochen, es gibt ein Video dazu, ist glaube ich schon wieder ein Jahr her, und zwar das Thema EcoBright. Ja, das ist eine wasserbasierte Eco-Solvent-Tinte für Epson-Drucker. Es ist schon alleine der Name ist irgendwie widersprüchlich, aber es ist so, das ist einfach wasserbasierte Tinte mit Lösemitteln, die da zugesetzt worden sind, und zwar so, eine leichte Solvent-Tinte im Prinzip, die ist so konzipiert worden, dass die in normalen Epson-Druckern funktioniert, ohne den Drucker zu beschädigen. Und ich selber habe mir das System jetzt auch zugelegt. Ich hatte vorher ja das Profisystem, den Roland BN20A, den habe ich nicht mehr, aus folgendem Grund. A, nimmt er unfassbar viel Platz, also es ist ja, das heißt unfassbar viel Platz, aber es ist ein großes Gerät. Ich habe hier alles umgebaut, sieht man jetzt im Video nicht. Demnächst werde ich mal wieder ein Video machen, wo ich mal wieder ein bisschen was zeige. Da werden wir ein T-Shirt zusammen bedrucken und so weiter, aber das ist ein anderes Thema. Ich habe hier alles umgebaut, mein ganzes Büro umgebaut. Es ist einfach ein Riesending gewesen. Außerdem hat es für den Preis in der Preisklasse auch nicht diese Wunder bewirkt, die ich mir erhofft habe. Also hinten raus trotzdem ein bisschen enttäuschend gewesen, was die Waschbarkeit und die Haltbarkeit betraf. Also ist auch ein teures System, heißt nicht automatisch, dass es das Nonplusultra ist. Das habe ich mittlerweile auch gelernt. Also wollte ich komplett mich der Digitaldruckgeschichte entziehen. Ich wollte nur noch mit Folienplot und so weiter machen. Ja, also auch ein Profisystem heißt nicht, dass es automatisch auch gleichzeitig perfekt ist. So, das habe ich mittlerweile gelernt. So, nun wollte ich aussteigen aus dem Digitaldruck im Prinzip. Wollte nur noch normal Flexdruck und so weiter, Flockdruck etc. machen, weil es einfach nichts im Hobbybereich Gescheites gibt. Bis auf die EcoBright, da habe ich mich aber ehrlich gesagt nicht so rangetraut am Anfang, einfach weil ich ein bisschen aus meiner DTF-Geschichte von damals gebrandmarkt bin. Da gibt es keine Videos dazu hier auf dem Kanal. Ich glaube, ich habe auch später angefangen, ne? Ja, ich habe auch später angefangen, genau. Weil das, also Riesenacker war es, mit Druckkopfreinigung, alle 2-3 Tage war der verstopft und so weiter. Also weiße Tinte ist sowieso ganz, ganz brutal im Hobbybereich. Da braucht man schon ein bisschen professionelle Geräte. So ein EcoBright, als ich das gelesen habe, wieder irgendwelche Tinte, die nicht für das System gedacht ist und so weiter, da wollte ich erstmal nicht mit einsteigen. Wohl auch ich gelesen habe im Forum, dass eben einige das schon erfolgreich nutzen. Es hat mich jetzt auch dazu gebracht, dass ich mir das System auch selber angeschafft habe. Und ich habe es jetzt ungefähr 4 Wochen im Einsatz. Gute 4 Wochen und auch gleichzeitig T-Shirts in der Wäsche, die jetzt auch schon nahezu diese Zeit gewaschen worden sind. Und kann sagen, ich bin ziemlich überrascht und ich muss sagen, ich habe damit nicht gerechnet. Tatsächlich hält der ganze Kram in der Wäsche viel besser, als ich dachte. Ich habe, jetzt habe ich das gar nicht mitgebracht hier, ne? Moment, das hole ich nochmal eben. So. Ich habe das nochmal eben schnell geholt, ganz vergessen. Ich wollte euch die Waschtests natürlich zeigen. Also, ich habe das, ich glaube, dieses T-Shirt hier ist jetzt ungefähr Minimum 15 Mal, vielleicht sogar 20 Mal schon gewaschen, aber schon der ganze Ecke. Und ich habe hier das Motiv mit der EcoBright auf die Sisa S-Print gedruckt. Das ist die offiziell unterstützte Folie dazu, die Sisa S-Print. Die EcoBright funktioniert auch nicht auf allen Folien. Also auf normalen Ecosolvent-Folien, nicht auf Flexfolien, sondern auf wasserbasierten. Die S-Print ist getestet von Sisa, die funktioniert. Getestet wurde auch schon die Polytape H2O 4038. Beides sind wasserbasierte Flexfolien. Das ist wahrscheinlich der Clou daran. Wasserbasierte Tinte, leichte Solventtinte, wasserbasierte Flexfolien. Scheinbar wird das damit zusammenhängen. Genau, weiß es aber keiner. Aber die S-Print ist einfach schöner. Sie ist von der Haptik schöner.
Aber die H2O hat zum Beispiel den Vorteil, dass sie einen rückklebenden Träger hat und dadurch auch filigranere Designs gemacht werden können, ist aber dicker in der Haptik. Die S-Print fühlt sich schöner an, lässt sich dafür nicht so schön entgittern wie die Polytape. Also es hat alles Vor- und Nachteile. Wir haben aber hier die S-Print getestet und jetzt will ich euch das mal zeigen. Ich habe gleichzeitig also die S-Print mit der EcoBright und die Sisa Easy Color, also beides sind Sisa-Folien, die Sisa Easy Color DTV, ja, die kennt ihr vielleicht. Das ist eine Folie, die ihr mit normaler, stinknormaler Tinte bedrucken könnt, mit jedem Drucker im Prinzip. Wir haben festgestellt, es funktioniert mit Epson, normalen, original Epson Tinten nicht so gut. Das sagt Sisa auch selber. Das ist, diese Rezeptur der Epson Tinten ist nicht so top quasi für die Easy Color DTV, da werden eher andere Geräte empfohlen wie, was weiß ich, Brother HP oder was auch immer. Aber egal, ich habe jetzt die Easy Color DTV hier mit der EcoBright bedruckt und die S-Print mit der EcoBright. Also wir treten hier die gleichen Tinten an und habe sie beide gleichzeitig gewaschen und wollen mal gucken, was jetzt der Unterschied ist. Und nicht zu vergessen, die Easy Color DTV wurde halt jetzt gemacht für stinknormale Tinten und die S-Print ist eben schon für Eco-Solvent-Tinten. Und da sieht man jetzt auch den Unterschied tatsächlich. Pass auf. Also, wir haben hier oben die S-Print, unten ist die Easy Color DTV. Ich will euch das mal zeigen. Es ist natürlich frisch aus der Wäsche wieder mal, dadurch auch so knitterig. So, ich muss jetzt mal in die Kamera kommen hier. Wo ist das denn? Ja, also hier, ich gehe mal noch näher ran. Hier ist soweit alles in Ordnung. Hier sind keine kaputten Stellen im Motiv drin. Hier ist noch nichts wirklich ausgewaschen. Zumindest nicht, was ich jetzt mit dem Auge feststellen kann. Und bei der S-Print, bei der Easy Color DTV, die hat sich auch relativ gut gehalten, macht aber langsam die Grätsche. Da seht ihr, da muss ich mal aufstehen hier, damit ich das selber besser sehe. Da seht ihr hier im Design, na, Kamera, kann man das sehen? Das ist doof, weil die Sterne hier ein bisschen aussehen wie Fehler, aber das sind halt Sterne im Hintergrund. Hier nutzt die Folie, schafft die Kamera jetzt nicht scharf zu schalten, bin ich zu dicht dran. Hier nutzt die Folie jetzt so ein bisschen ab. Hier fängt es an, used zu werden so ein bisschen. Nichtsdestotrotz geht es auch einigermaßen. Schöner ist aber sowieso die S-Print von der Haptik. Ich wollte es aber nur mal zeigen. Also so oder so, EcoBright mit der S-Print würde ich empfehlen. Das ist gar keine Frage. Das fühlt sich gut an. Es ist ein bisschen gummiartig. Es sind sehr, sehr schöne Flexfolie, gar keine Frage. Und wie das noch aussehen kann, wenn man mit der EcoBright was gedruckt hat, das seht ihr eigentlich schon die ganze Zeit. Habt ihr es vielleicht erraten? Falsche Seite, spiegelverkehrt. Das hier. Das habe ich extra heute angezogen, weil ich euch das zeigen wollte. Brandneu. Das Design habe ich übrigens selbst gestaltet, mit Hilfe einer KI. Und dann habe ich das ein bisschen in Photoshop bearbeitet, Text hinzugefügt und so weiter. Das zeige ich euch jetzt mal. Ist mit der EcoBright gedruckt. So. Okay. Ich kann aber auch mal, also think big, ne? Ich mag es ja dezent. So. Ich kann mich auch mal hier hinstellen, ne? So, guck mal. Das ist mit der EcoBright und der S-Print gedruckt. Mit einem Epson XP970 geplottet, Print and Cut mit Leonardo Design Studio und dem Sisa Juliet Plotter. Das ist ein volles A3-Motiv. Und ich gehe nochmal näher ran. So. Und ja, so sieht das Ganze aus. Das würde ich sagen, lässt sich sehen. Sieht sehr gut aus. Die Qualität ist top. Und wo wir gerade beim Drucker waren, der XP970 ist im Moment der empfohlene Drucker dafür. Das ist kein Eco-Tank. Es ist ein ganz normaler Drucker mit 6 Farben, also CMYK und Light Magenta und Light Cyan, nachfüllbare Patronen.
Den gibt es aber, ist ein A3-Drucker, den gibt es aber sehr günstig. Den kriegt ihr für knapp teilweise im Angebot unter 200 Euro neu. Müsst ihr mal bei eBay gucken. Da verkauft Epson direkt den XP970 immer wieder für Angebote aktuell. Also das Ding ist wirklich günstig zu kriegen, hat sogar ein Touchscreen und wie gesagt, A3, super Teil, super Teil. Die Eco-Tanks funktionieren offiziell auch, hat man aber gerne mal eher ein bisschen Probleme gesehen. Die trocknen scheinbar schneller ein und machen dann eher mal Ärger. Deswegen auch nicht wundern, diese Flasche hier ist eine Eco-Tank nachfüllbare Tintenflasche. Ja, das hat, die hat diesen Eco-Tank-Verschluss hier oben. Aber wir selber empfehlen gerade, oder auch der Verkäufer und ich aus eigener Erfahrung, und wir auch im Forum haben die Erfahrung gemacht, die User, dass diese, dass die Drucker, die XP970 aktuell mit einem Mikro-Pizzo-Kopf offensichtlich wenig bis gar keine Probleme machen. Die Eco-Tanks haben alle schon die neueren Druckkopftechnik und das ist die der Precision Core. Die XP-Reihe hier zum Beispiel hat die Mikro-Pizzos, die ältere Druckkopf-Generation im Prinzip, die aber weiß Gott nicht schlecht ist, deswegen, die werden ja ganz genauso immer noch verbaut. Die scheinen aber mit solchen Tinten weniger Probleme zu haben. Also ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, in diesen 4 Wochen, und das ist jetzt kein Witz, ich sage euch ehrlich so, wie es ist, deswegen kommt jetzt auch erst das Video. Einmal die Woche, ich drucke ja ganz wenig bis gar nicht, einmal die Woche drucke ich mal so mindestens eine Print-Purge-Seite. Ja, also das heißt, schön einmal extra stark, volle Lotte, Fotodruckqualität. Macht hier so ein CMYK, Light Magenta, Light Cyan Balken, also eine, müsst ihr mal bei Google eingeben, Print Purge Seiten für XP970 zum Beispiel oder gibt die Kanäle einen 6-Channel oder so. Letztendlich also ist es dafür da, um alle Farbkanäle im Prinzip einmal durchzupusten. Das ist wie mit dem Diesel, soll auch nicht die ganze Zeit stehen, mal auf die Autobahn, mal ordentlich durchtreten, damit der ganze Rotz einmal rauskommt. Und genau so ist das hier beim Drucker auch. Der braucht also ein bisschen Liebe. Ihr müsst halt auch mal einmal pro Woche mal ein bisschen einen durchjagen. Eine Druckkopfreinigung ist nicht unbedingt notwendig. Das reicht einfach eine Print-Purge-Seite drucken und dann mal einen Düsentest machen und gucken, wie sieht die Düse aus. Normalerweise ist dann schon alles gut. Ich habe es einmal jetzt gehabt, dass ich tatsächlich mal 2 Seiten so Print-Purge machen musste und dann war es die Düse frei. Das ist, glaube ich, die Winterzeit. Trockene Luft. In meinem Haus haben wir hier gerade mal jetzt, wenn so ein bisschen Heizung an ist und so, 35-40% Luftfeuchtigkeit. Das kann ja mal dazu führen, dass die Tinte vielleicht auch, ist aber allgemein dann auch so. Bei DTF ist das schon längst ein Graus, da wäre schon richtig eingetrocknet alles. Da ist das noch wirklich sehr harmlos. Also das kann damit zu tun haben. Ne? So, und vor 3 Wochen war es noch ein bisschen wärmer und da war das, da musste ich sogar, die ersten 2 Wochen, glaube ich, waren das sogar, musste ich nur einen Düsentest drucken. Dann habe ich nochmal einen zweiten hinterher gedruckt und dann war schon alles schier. Also das war, da muss ich noch nicht mal einen Print-Purge drucken. Also lange Rede, kein Sinn. Das ist relativ easy zu handeln, das System. Man muss nur mal ein bisschen da was drucken natürlich. Das ist eigentlich alles. Es ist meiner Meinung nach aktuell das einzige Digitaldrucksystem bezahlbar im Hobbybereich, was man im Moment überhaupt machen kann. Sonst hätte ich schon was anderes gehabt. Es gibt nichts. Ich hatte ja die Easy Supply, haben ja auch noch einige von euch. Auf meinem Kanal habe ich es ja auch schon behandelt, das Thema. Nur die Easy Supply, sagen wir mal ganz ehrlich, die ist wirklich, die ist einfach in die Jahre gekommen. Das ist eine Folie von 2018. Die hat auch ihre Probleme mit sich gebracht, wie ihr wisst. Die säuft die mit der Tinte ab, von Haus aus. Da kriegt ihr kein ordentliches Druckbild hin. Ja, es sei denn, ihr bedruckt die nicht direkt, sondern mit einem Zwei-Verfahrensystem. Also erst das Blatt Papier bedrucken und dann verpressen. Die Easy Supply, habe ich auch festgestellt, wird auch mit der Zeit draußen, Supply-Tinte ist nicht UV-beständig, wird mit der Zeit draußen in der Sonne auch blass. Also ich habe T-Shirts gehabt, die ist einfach total blass geworden durch die UV. Also Sublimation im Textildruckbereich gibt es momentan auch nichts Gescheites. Ja, es bleibt im Moment nur DTF, aber im Hobbybereich würde ich die Finger davon lassen, sage ich euch gleich. Und ja, ich hatte den Roland nicht umsonst, den BN20. Die EcoBright ist momentan das Einzige, was ihr machen könnt. So, das ist einfach so. Wenn ihr da was anderes kennt, bitte in die Kommentare, aber ich wette, ihr habt nichts. Da sollte mich echt stark wundern.
Klar, Flexdruck, ne, und so weiter. Aber ich rede ja hier von dem Digitaldruckbereich im Hobby. Hobby und ja, im semi-professionellen Bereich, vielleicht im Profibereich will das eh keiner machen, weil diese ganze Entgitterungsarie und so, muss natürlich jeder selber wissen, ob man das jetzt so machen will. Aber also für Hobby- und semi-professionellen Bereich sehe ich das total geil an. Ihr könnt da wirklich hervorragende, coole Sachen mitmachen. Das sieht top aus. Haltbarkeit ist wirklich gut in der Wäsche, kann man überhaupt nicht sagen. Und ja, ein günstiger Einstieg. 200 Euro der Drucker. Was ihr natürlich noch braucht, ist ein bisschen S-Print. Ja, könnt ihr euch kaufen in A4, A3 Formaten oder auch auf 50 cm Rollen im Internet. Ja, dann braucht ihr noch die Übertragungsfolie dazu, die Sisa TTD Easy. Die Übertragungsfolie, die braucht ihr dazu auch noch. Dann braucht ihr natürlich den Drucker XP970. Dann könnt ihr euch unter eco-bright.de, der Link ist auch hier unten drin, könnt ihr euch die Tinte kaufen mit, ich glaube, die CMYK, also die 6 Farben, kosten, glaube ich, 80 Euro roundabout. Wenn ihr euch einen XP, einen kleineren holt, mit Drucker mit 4 Farben beispielsweise, braucht ihr natürlich nur das kleinere 4 Farben Set, das ist natürlich noch ein bisschen günstiger. Dann könnt ihr euch bei EcoBright auch gleich noch die nachfüllbaren Patronen für den XP970 gleich mitbestellen, mit einem ARC-Chip, Auto-Reset-Chips, ja, das heißt, wenn die Patronen, ihr befüllt die, der Treiber zeigt euch auch die Tinte an und wenn die leer sind, geht ihr hin, füllt die neu auf, Patrone raus, wieder rein und das System zeigt die wieder unter voll an. Das ist auch mit machbar und die Folien könnt ihr auch theoretisch bei eco-bright.de kaufen und nachfüllbare Patronen, habe ich gerade gesagt. Die Spritzen zum Nachfüllen bekommt ihr auch bei EcoBright für kleines Geld. Also insgesamt ist der Einstieg hier in dem Bereich wirklich günstig. Und da bekommt ihr nichts Vergleichbares. So, klar, ihr braucht natürlich noch einen Plotter eurer Wahl. Ich selber benutze den Sisa Juliet. Kann ich euch mal zeigen. Ich habe hier ein kleines Video, wie ich den Pullover hier geplottet habe. Das zeige ich euch mal eben hier. Habt ihr es jetzt gesehen, das ist der Juliet, ziemlich cool, wie ich finde. Das ist einfach genial, weil ihr könnt ja ohne Matte mit plotten. Das mag ich so sehr an dem Gerät, das ist allgemein wirklich ein tolles Gerät. Aber ihr könnt natürlich jeden Plotter eurer Wahl nutzen, der Print and Cut kann. Und dann braucht ihr natürlich noch eine Textilpresse, ist klar. Ne? Die habe ich jetzt, könnt ihr noch in meinen anderen Videos sehen, Textildruckpresse. Und dann haben wir das eigentlich auch schon. Habe ich was vergessen? Nö, ich glaube nicht. Ne? Ein Computer wäre nicht schlecht, ja. So, solche Sachen natürlich, klar. Und dann könnt ihr loslegen. Ja, probiert es einfach aus. Ich werde demnächst mal ein Video starten und mal mit euch mal wieder nach langer, langer Zeit mal ein komplettes neues Textil bedrucken, von A bis Z, wie man das mit der EcoBright alles macht. In der Software, mit Ausdrucken, mit Plotten, mit Verpressen, allem drum und dran. Das kommt auch mal wieder. Aber ich brauche mal natürlich auch ein bisschen Zeit. Ich bin auch ein ganz normaler Familienvater. Frau, Kind, Vollzeitjob nebenbei, Zeit, das ist immer so das Problem, aber ich bin mir sicher, ihr kennt das. Also ich glaube, das sollte es erstmal gewesen sein, das Video ist ja schon wieder, ich habe genug gequatscht. Guckt euch das an, das System. Wer ein paar Druckbeispiele sehen möchte mit dieser Tinte, kommt in mein Forum live.ink, www.live.ink. Da gibt es auch Druckbeispiele, meldet euch gerne an, kostenlos selbstverständlich, ihr könnt ein Teil der Community werden. Gibt viele Themen schon zu der EcoBright zu lesen, wie, was, warum, wieso ist es eigentlich so und keine Ahnung, mit Beispielbildern, alles von zu sehen. Ne? Auf jeden Fall, kommt gerne mal rein. Ihr könnt natürlich auch direkt auf ecobright.de eure Fragen stellen an den Verkäufer. Der Verkäufer ist aber auch im Forum bei mir und liest auch mit und hilft auch und schreibt auch. Ja, genau. Also, ich glaube, es reicht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Viel Spaß damit. Ich bin überzeugt von EcoBright. Ich finde es cool. Muss ich jetzt nochmal sagen, dass es das gibt. Ich bin eigentlich ganz froh, weil ich wäre fast ausgestiegen. Hab dem ganzen Kram jetzt einfach mal eine Chance gegeben. Ich muss wirklich ganz ehrlich sagen, ich habe da nicht viel Hoffnung gehabt.
Ich habe da nicht viel Hoffnung. Ich habe gesagt, das kann nicht funktionieren. Das ist doch wieder irgend so ein Schrott irgendwie. Nein, aber die Leute, die das mit dem XP970-System verwenden, sind soweit alle begeistert. Ja, benutzen das schon über ein Jahr ohne nennenswerte Probleme. Ich habe es jetzt 4 Wochen ohne große Probleme. Ja, es gibt im Moment nichts Vergleichbares. Also, schaut euch das an. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, ich kriege ein bisschen Provision. Ja, es ist so, natürlich ja. Klar, trotzdem würde ich das hier nicht empfehlen. Wenn das Müll wäre, das mache ich auf keinen Fall. Was habe ich davon? Nichts im Prinzip, außer Ärger. Nein, wenn ihr das kaufen wollt, auch zukünftig, würde ich mich freuen, wenn ihr das über den Link hier unten in der Beschreibung macht. Dann kriege ich eine klitzekleine Provision. Ich werde davon nicht reich, auf keinen Fall. Kriege ich davon ab. Oder auf liveinc.de gibt es Werbebanner von EcoBright. Wenn ihr darüber geht, bekomme ich auch eine Kleinigkeit ab. Das würde mich freuen, wenn ihr mich da ein bisschen unterstützt. In diesem Sinne, macht's gut. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao.